Ihr Auftritt vom Stadl auf die Mainstage verlegt, weil zu viele Leute kommen. Melissa Naschenmeng lässt das Empire St. Martin aus allen Nähten platzen. Dass sie auf Bergbauernburm steht, seit ihrem Hit kein Geheimnis mehr. Ich steh auf Bergbauernburm, da hab ich mein Herz längst verloren. Ich finde einfach, die haben das gewisse Etwas. Also früher hat man ja gesagt, die Bergbauernbuben tun sich schwer, ein Mädel zu finden. Die wollte einfach da ein bisschen die Buben motivieren und die Mädels motivieren. Hey, es gibt nichts Cooles, wie einen Bergbauernbuben zu haben. Da wohnst du halt in einer heilen Welt. In dieser heilen Welt ist Melissa selber aufgewachsen. Unter anderem mit der steirischen Harmonika. Die begleitet sie bis heute. In Pink. Die Musik liegt in der Familie. Mein Opa hat immer schon Harmonika gespielt und mein Papa 25 Jahre lang beim Trio spielt immer noch. Und da habe ich halt so die erste Bühnenluft geschnuppert mit 15. Mit ihren Liedern sammelt die gebürtige Kärntnerin Millionen Klicks und das mit Schlager. Die einen finden es geil, die anderen können es gar nicht hören. Ja, aber alle reden drüber. Ich finde, Helene Fischer und Andreas Cavalier haben sicherlich viel dazu beigetragen, dass das Ganze so jung geworden ist. Mit 14, 15 war so ein Dirndl echt das Uncoolste, was man anziehen hat können. Also war richtig beleidigt, wenn die Mama gesagt hat, ich muss ein Dirndl anziehen. Und jetzt bist du total fehl am Platz, wenn keins hast. Melissa hat's geschafft, ausverkaufte Hallen. 180 Auftritte allein letztes Jahr. Die Musik nicht nur Job, sondern Berufung. Musik als Beruf aber nicht immer einfach. Am Anfang hatte Melissa noch einen Plan B. Ich habe einmal ein U-Studium in Graz angefangen, aber das erfolgreich abgebrochen. Und ich bin einfach der Meinung, wenn man einen Plan A hat, dann soll man an den glauben. Melissas bodenständige Art kommt auch bei den Veranstaltern an. Backstage ist sie problemlos, von Starallüren keine Spur. Bei solchen Künstlern ist meiner Meinung nach der Aufwand relativ gering, weil die sehr pflegeleicht sind und man merkt es auch, wie bodenständig so ein Künstler ist, wie die Melissa. Und daher ist genau bei solchen Künstlern eigentlich unsere Arbeit relativ einfach. Melissa plant schon für 2021. Im April nächsten Jahres steht sie aber noch mit Helene Fischer auf der Bühne. Also das hätte ich mir wirklich nie zu träumen gewagt. Das ist für mich sicherlich das Highlight meiner Karriere und bin mir sicher, da kommen auch viele Oberösterreicher. Auch das Empire hat 2020 viel vor. Das 20-Jahr-Jubiläum steht im März an. Davor kommt am 31. Jänner aber noch Rapstar Sido nach St. Martin.